Hallo, ich mache ein neues Video und ja, ich mache heute ein Frage- und Antwort-Video. Diese Fragen hat mir eine oder eine zusammengestellt. Ich werde sie heute für euch beantworten. Und ja, und eine hat sich jetzt auch gewünscht. Und deswegen mache ich das jetzt. Die erste Frage ist, wie alt bist du? Ich bin 11. Die zweite Frage ist, wie heißt du? Ich heiße Lisa. Die dritte Frage ist, hast du einen Freund? Ja, ich habe einen Freund. Vierte Frage, in welcher Klasse gehst du? Ich gehe in der 5. Klasse. Und die fünfte Frage ist, was ist deine Lieblingsfarbe? Schwarz, gelb, lila, pink, blau, türkis, grün. Sechstens, dein Lieblingsessen? Fleisch, Kartoffelsuppe, Nudeln mit Sahnesoße. Die siebte Frage ist, dein Lieblingsfach. Also mein Lieblingsfach ist Sport, Kunst, WRT, PC. Höchst interessant. Ein sehr, sehr guter Hinweis, liebe Lilly. Wann stehst du immer auf? Ganz unterschiedlich, mal um 6 und mal um 6 Uhr 10 und mal um 6 Uhr 15. Wann musst du immer los? Um 6 Uhr 50, weil ich ja mit dem Bus fahre. Hallo, ja, die Map ist zu schwer. Mein Name ist Lee. Und wie heißt du? Oliver. Neunte Frage ist. Hast du deine Eltern verloren, Oliver? Hab keine, den Weisen kennst. Wie, du bist ganz allein? Das ist die zehnte Frage. Ja, die zehnte Frage ist. Dein Lieblingsfilm Twilight oder Twilight? Elfte Frage ist. Wie? Hallo, Hector. Jetzt komm endlich, Lilly, wir haben einen Fall zu lösen. Wie lange geht dein, also, wie lange geht die Schule am Montag, wenn man 5 Stunden hat, bis um 13:05 Uhr. Zwölfte Frage ist, hast du einen Hund? Das ist bei Teil 1 rausgekommen und ja, ich habe einen Hund. Und die 13. Frage ist, wie alt ist dein Hund? Er ist 2, wird bald 3. Also, sobald sich unser Mr. Campbell an einem Fall festgebissen hat, gibt es für ihn kein Halten mehr. Ich jedenfalls bin sehr froh, nicht länger in lächerlichen Verkleidungen hier zu sehen. Ja, damit sag ich Ciao, ein Daumen hoch, lasst ein Abo da. Und dann bitte in den Kommentaren mal Videos machen kann, weil ich denke selber auch mal Videos aus. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.